18. März ist der Weltrecycling-Tag. Ziel ist es, die Bedeutung des Recyclings für die Umwelt und für die globale Wirtschaft ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. 2021 wurden in Deutschland rund über 1 Million Tonnen Elektroaltgeräte gesammelt und zurückgenommen. Der weit überwiegende Teil waren Altgeräte aus privaten Haushalten. Mustafa Makinist, der Gründer von Sozialer Computerladen, ist Recycling-Experte in der dritten Generation. Schon sein Großvater und sein Vater haben Grammophone, Nähmaschinen und diverse Haushaltsgeräte vor dem Müll gerettet, indem sie sie repariert haben. Der Sozialer Computerladen ist einer der beständigsten Computer-Recycler in Deutschland. Seit seiner Gründung hat Sozialer Computerladen mehrere Tonnen Computerschrott vor der Mülltonne gerettet. Die dem Sozialen Computerladen gespendeten Computer werden fachgerecht aufbereitet und zum Selbstkostenpreis abgegeben. Unbrauchbare Hardware wird auf Recyclinghöfen entsorgt. Sie können die Arbeit des Sozialen Computerladens unterstützen, indem Sie für den Laden werben, Ihren ausrangierten Computer abgeben und indem Sie in den sozialen Medien kostenlos und unverbindlich folgen. Sozialer Computerladen, sozial benachteiligte Menschen, zukünftige Generationen und vor allem unsere Umwelt dankt Ihnen tausendfach. Der erfahrene Computertechniker Mustafa Makinist, der auch sozialpädagogischer Familien- und Jugendberater ist. Ohne staatliche Zuschüsse finanziert Makinist aus den Verkaufserlösen die Senioren- und Väterberatung.